Folgen wir dem englischen Titel, so ist dieses abstrakte Denkspiel wahrlich eiskalt. Wir sprechen das Ganze jetzt mal deutsch aus und schon wird aus eiskalt der Eiskult. Und das passt doch viel besser zu Spielkult, oder? Sebastian erklärt euch, wie es funktioniert. Im Spiel Eiskult versuchen 2 bis 4 Spieler als Forscher einer Eisstation als erstes aus der Eisstation in wärmere Gebiete zu entkommen. Dabei kriegt jeder Spieler zu Spielbeginn eine Farbe und die 5 Kegel seiner Farbe. Die Eisstation befindet sich gedanklich in der Mitte, das heißt, hier starten im Prinzip alle Forscher. Deswegen werden aber auch noch keine Kegel eingesetzt, weil erst wenn sie sich in wärmere Gebiete, in eine der 4 Himmelsrichtungen bewegen, dann werden die Hütchen benutzt, um die Forscher darzustellen und sich so zu bewegen. Das heißt, hier innen drin ist es noch sehr kalt, was halt durch dieses kalte Blau dargestellt wird, und nach außen in wärmere Gebiete wird es immer auch von der Farbgebung wärmer. In der Mitte als Eisstation befinden sich hier 4 durchsichtige Würfel, die auf einer Seite so einen Viertelkreis haben und auf der anderen Seite Pfeile oder einen lilanen Kreis. Zu Spielbeginn werden die 4 Würfel so gelegt, dass der Kreis auf der Oberseite zu sehen ist. Wenn jetzt ein Spieler an der Reihe ist, dann nimmt er 2x2 Würfel und dreht die jeweils um 90 Grad. Das heißt, ich nehme mir 2 Würfel und dann drehe ich die entweder in diese Richtung oder in diese Richtung, also um 90 Grad. Angenommen, ich mache das so, dann kann ich mich jetzt muss ich das Ganze nochmal machen und ich kann mich jetzt entscheiden, ich nehme die gleichen Würfel und drehe die entweder weiter, ich darf sie nicht im gleichen Zug zurückdrehen, oder ich nehme mir 2 andere nebeneinander liegende Würfel und drehe die um 90 Grad. Angenommen, ich hätte das so gemacht. Jetzt werden alle Symbole, die auf der Oberseite sind, abgehandelt. Und zwar sind jetzt hier 2 blaue Pfeile zu sehen. Das heißt, es werden 2 blaue Kegel gezogen. Der eine wird in diese Richtung gezogen und der andere in diese Richtung. Wenn ich das zum ersten Mal mache, dann wird ein Kegel einfach nur eingesetzt. Das wäre jetzt dieser blaue Pfeil. Jetzt wird der blaue Pfeil abgehandelt, dazu wird ein Kegel hier hingesetzt. Nehmen wir mal an, es wäre ein späterer Spielzeitpunkt und die Kegel wären schon drin und das wäre jetzt nach meinem Zug die Situation. Dann wird für jeden blauen Pfeil eins der Kegel weitergezogen. Und zwar immer nur nach außen, es darf nie nach innen gezogen werden. Das heißt, dieser blaue Pfeil veranlasst den Kegel, einen weiterzuziehen und der blaue Pfeil veranlasst den Kegel, einen weiterzuziehen. Mit dem orangenen Kreis kann ich einen der anderen Pfeile kopieren. Das heißt, ich könnte jetzt entweder diesen oder diesen blauen Pfeil noch einmal nutzen. Angenommen, ich möchte den noch einmal nutzen, das heißt, dieser Kegel zieht noch einen weiter. Der Viertelkreis hier, mit diesem darf ich einen der Würfel um 90 Grad, diesmal aber horizontal drehen. Das heißt, ich könnte aus diesem Würfel hier zum Beispiel 90 Grad, jump, diesen Würfel machen. Jetzt habe ich den Pfeil ja schon genutzt, um hier hinten den zu ziehen. Angenommen, ich hätte das aber noch nicht gemacht. So. Angenommen, ich hätte das aber noch nicht gemacht und das wäre die Situation am Ende meines Zuges. Dann wird der Würfel weiterhin genutzt, um den hier zu ziehen. Und mit diesem Würfel setze ich jetzt hier einen ein. Ich darf wieder einen kopieren. Zum Beispiel den. So. Jetzt wäre der nächste Spieler an der Reihe. Angenommen, Gelb ist dran. Gelb sucht sich also wieder 2 Würfel aus, rotiert die um 90 Grad und dann sucht sich Gelb nochmal 2 Pfeile aus und rotiert die um 90 Grad. Und dann wäre das vielleicht die Situation. Jetzt kann er sich erstmal entscheiden, möchte ich nochmal einen Würfel horizontal drehen. Angenommen, er entscheidet sich dafür und lässt beide Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, dann hat er jetzt die Möglichkeit, entweder ein Hütchen einzusetzen und auch noch ein Hütchen einzusetzen, das kommt dann einfach oben drauf, oder ein Hütchen einsetzen und eins weiterziehen.
Wenn Blau jetzt in der nächsten Runde die oder eine andere Farbe nächste Runde an der Reihe ist und hier das Blauhütchen gezogen wird, dann bewegen sich alle, die oben drauf sind, mit. Heißt, die Situation hätte auch so enden können für Gelb. Dann hätte Gelb hier an der Stelle auch noch einen roten Kegel hier einsetzen müssen. Das heißt, es müssen alle Pfeile immer abgehandelt werden. Derjenige Spieler, der es schafft, als erstes alle seine Hütchen außerhalb dieser vier Himmelsrichtungen in wärmere Gebiete zu bekommen, der hat gewonnen. Und als alternative Siegbedingung gibt es nämlich noch, wenn ein Spieler es schafft, alle seine Hütchen in einem einzigen Turm unterzubringen, dabei ist es egal, ob da noch ein anderes Hütchen mit drauf ist, dann hat dieser Spieler ebenfalls gewonnen.